So, hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch diese Woche eingeschaltet habt zu einer neuen Folge auf meinem klitzekleinen Podcast. Ihr seht schon heute wieder mit zwei wunderbaren Gästen, die ich letztes Jahr beim Fright Nights Festival in Pasching kennenlernen durfte, und zwar der Christian und die Theresa. Hallo an euch zwei, nochmal ein schönes neues Jahr, und es freut mich außerordentlich, dass ihr heute Zeit habt, um mit mir über euren tollen Kurzfilm zu sprechen. Danke für die Einladung. Dankeschön. Und das Fragen, dass wir Zeit haben, auf jeden Fall. Für dich immer, Martin. Das freut mich natürlich noch mehr. Ich habe es ja gerade schon kurz gesagt, wir haben uns ja beim Fright Nights quasi über den Weg gelaufen, so ganz zufällig. Da lief ja auch euer Film Vorurteile, über den wir heute ein bisschen näher darauf eingehen möchten. Aber bevor dass wir jetzt auf den Film losstürzen quasi, hätte ich noch so zwei, drei private, also nicht, ich möchte jetzt nicht sagen private Fragen, aber so allgemeinere Fragen. Und zwar geht es mal ganz, ganz entspannt los. Ihr seid ja aus dem Mostviertel. Und natürlich meine Frage, wo liegt das genau? Weil mir sagt das leider gar nichts. Das ist in Niederösterreich. Also das ist, wenn du Österreich anschaust und dann eben von Deutschland runterfährst, dann kommst du ja, sagen wir mal, so mittig bei Salzburg raus und dann fährst du Richtung Wien hinauf. Und genau in dieser Mitte zwischen Salzburg und Wien liegt das Mostviertel. Okay. Also auf jeden Fall relativ zentral dann in Österreich quasi. Ja, ja schon. Ja. Okay, also wenn ich jetzt da quasi mal hinfahre, gibt es dann da irgendwelche besonderen Sehenswürdigkeiten oder jetzt gerade auch auf kulinarischer Sicht irgendwelche Spezialitäten, die man da probieren müsste? Also ich muss anfangen. Okay, ja, du bist Salzburger. Die Sehenswürdigkeit, nämlich für dich, ist unser Haus, weil Vorurteile tatsächlich in unserem Haus die Drehlocation war. Also du bist da dann wirklich auf einem Filmset. Da bist du jederzeit herzlich eingeladen. Das möchte ich unbedingt im Zuge dieses Interviews loswerden. Solltest du mal nach Österreich oder ins Mostviertel kommen, dann ist das quasi eine Pflichtlocation, hier mal kurz bei uns vorbeizuschneiden. Und essenstechnisch kennst du dich besser aus. Da ist alles gut bei uns. Da geht ja nichts ab. Okay, dann bin ich auf jeden Fall schon mal quasi, muss ich nicht verhungern. Nein, definitiv nicht. Okay. Wir trinken sehr gerne Schnaps. Also darauf sollte man sich schon einstellen, zumindest da bei uns in der Gegend. Ja. Ja, dann ist ja, wenn für jemanden aus Bayern, der Bier gewohnt ist, ja quasi kein so großer Umstieg. Wir trinken ihn nicht aus Biergläsern, aber du könntest das versuchen. Ich glaube, dann musst du mich waagrecht irgendwo hinfahren. Okay. Auf jeden Fall interessante, also hört sich interessant an, die Gegend. Also ich werde sicherlich mal nochmal nach Österreich kommen. Dann werde ich es versuchen einzurichten, dass ich mal im Mostviertel einen Seitenstecher hinmache, oder Abstecher besser gesagt. Und nochmal danke für die Einladung. dann fange ich jetzt mal mit dir an, Christian. Du bist ja quasi der Hauptverantwortliche für den heutigen Film. Du machst ja sehr viele Sachen, also Image-Videos, TV-Spots, Hochzeitsvideos, Kurzfilme und Animationen. Gibt es da irgendwie so einen, ich sage jetzt mal, so einen Part von diesen umfangreichen Aufgaben oder umfangreichen Tätigkeiten, den du besonders gerne magst? Also natürlich sind es die Kurzfilme, weil man da selbst einfach, man hat eine Idee und kann sich selbst einfach darstellen, wie man will, ohne dass man einen Kunden quasi hat, dem man seine Bedürfnisse befriedigen muss. Und man kann einfach das machen, was man selbst am liebsten mag. Okay. Du hast es sicherlich auch, da du ja quasi Hochzeitsvideos oder jetzt Imagevideos machst, auch also quasi Firmen und Privatkunden. Jetzt mal so ganz durch die Blume gefragt, welche Kunden sind da schwieriger, die privaten oder die Firmenkunden? Ja, das kann man, glaube ich, gar nicht so pauschal sagen. Also das manchmal sind es die, manchmal die, aber ich habe eigentlich meistens immer Glück gehabt, dass es immer passt hat. Das ist ja das Wichtigste, weil man kriegt immer mal wieder mit, wenn man so mit ein paar Leuten aus der Branche spricht, dass die oft wirklich am Verzweifeln sind, weil die Kunden solche überaus skurrilen Wünsche haben, die man nicht erfüllen kann. Da zielt dann auch meine nächste Frage ab. Wie ist es, oder du sagst ja selber, dass man auf dem technisch aktuellen Stand sein sollte oder dass es wichtig ist.
ist natürlich die Frage, bist du dann wirklich knallhart und sagst, es kommt jetzt eine neue Kamera, die besorgst du dir, oder gehst du da auch irgendwelche Kompromisse ein? Nein, man geht schon immer wieder Kompromisse ein. Ich sage mal, es muss nicht unbedingt die neueste Kamera sein, damit man im 4K mit, weiß nicht, 120 Frames pro Sekunde filmen kann. Es muss nicht unbedingt sein, weil es für den Kunden nicht relevant ist. Ich glaube, mit dem Equipment, was ich habe, bin ich aber gut aufgestellt für die nächsten Jahre, halt, damit man da jetzt nicht groß investieren müsste. Okay. Man sieht es ja auch bei deinem Kurzfilm Vorteile, der ist ja optisch extrem hochwertig, da kommen wir dann später noch drauf. Jetzt noch zwei kurze Fragen an dich, Theresa. Der ein oder andere Zuschauer, der kennt dich ja sicherlich aus dem TV, aus diversen Shows oder Beiträgen oder Interviews. Wie kam das quasi bei dir dazu, dass du überhaupt so diesen Weg gegangen bist, vor der Kamera zu stehen? Es hat sich irgendwie so ergeben. Ich war schon als Kind im Theater, mir hat das grundsätzlich schon Spaß gemacht, in so Rollen zu schlüpfen. Bin dann beruflich zum Radio gekommen und wurde irgendwann vom Fernsehen abgeworben. Und durch das bin ich dann irgendwie zu Agenturen und in die Filmbranche. Also es hat sich irgendwie so ergeben und es hat mir immer Spaß gemacht. Deshalb habe ich da auch nie irgendwie eine Tür zugemacht. Okay, also quasi du bist da sozusagen in diese Branche quasi hineingerutscht. Ja, so könnte man es sagen. Ja. Dementsprechend, also diejenigen, die dir auf Instagram folgen, kriegen das ja so ein bisschen mit. Du bist ja sicherlich berufstechnisch auch viel auf Achse, oder? Ja. Ich bin sehr viel unterwegs, ja. Macht mir aber unglaublich viel Spaß. Also ich möchte es auch gar nicht anders haben. Und ich liebe diese Abwechslung zwischen diesen verschiedenen Arten an Entertainment. Also diese Fernsehmoderation nach wie vor, hin und wieder einsprechen in Tonstudios oder auch mal einfach so für Mediashop oder so laufen bei euch in Deutschland auch, euch einfach Dinge zu verkaufen und dann doch wieder bei einem Film mitzuspielen, vor allem beim Thriller, das dann ganz ein anderes Thema ist. Also ich liebe dieses Reinschauen in diese ganzen Ecken sehr. Aber da bin ich natürlich auch viel unterwegs, weil das wird nicht alles hier bei uns in Rupprechtshofen in Niederösterreich gemacht. Da muss ich schon ein bisschen fahren, ja. Okay, wie ist es oder ist dann das allgemein so diese, oder hast du auch allgemein so diese Intention, vielleicht im Thema Schauspielerei noch intensiver zu machen? Oder sagst du, wenn es kommt, kommt es? Wie sind da so die näheren Pläne, wenn es überhaupt schon Pläne gibt? Also ich werde, mein Jahresvorsatz ist, dass ich auf jeden Fall so weitermachen möchte wie bisher, dass ich immer wieder mal wo mitmache. Und ich glaube, ich würde das total gerne machen, wenn sich die Chance ergibt, mal wirklich was Größeres zu machen, was Langfristigeres, dann wäre ich dem nicht abgeneigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wäre schon so irgendwo auch so ein innerlicher Traum, den ich irgendwie gerne irgendwann mal erfüllt bekommen wollen würde. Aber dass ich das jetzt konkret forciere, das geht irgendwie nicht, weil dafür müsste ich andere Projekte einfach absagen. Das hat dann auch mit Geld zu tun natürlich und das kann ich aktuell nicht machen. Aber wenn das jetzt auf mich zukommen würde, würde ich mich freuen und ich glaube, ich würde das wirklich machen wollen, ja. Okay. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, also auch wie du wirklich so klare Linien im Leben hast oder klare Ziele verfolgst. Das ist ja, glaube ich, auch ziemlich wichtig, dass man da wirklich einen Fokus auch auf gewisse Projekte oder gewisse Sachen im Leben hat. Ich glaube, da sind wir uns einig, ich glaube, keiner kann jetzt irgendwie nur von Tag zu Tag leben, oder? Das geht, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht gibt es diese Menschen. Aber wir haben ja auch ein Kind gemeinsam und genau. Da Verantwortung und deshalb wäre das für uns keine Option. Also ich hätte Bauchweh, aber vielleicht gibt es diese Menschen und die können dann ruhig schlafen. Gibt es wahrscheinlich auch tatsächlich. Sicher sogar, ja. Aber für uns wäre es halt nichts, ja. Mhm. Okay. Auf jeden Fall schön, dass wir jetzt da quasi so langsam reingekommen sind. Dann würde ich jetzt mal ganz dezent sagen, gehen wir langsam auf euren oder auf Christians Kurzfilm über, der ja, wie schon erwähnt, Vorurteile heißt, ist ja ein relativ aussagekräftiger Titel. Wie kam es dazu, dass genau dieser Titel kam und wie war die ganze Idee dahinter, Christian? Also die Idee ist eigentlich schon ziemlich lange in meinem Kopf gewesen, ich glaube 2015, 2016 schon.
Hat natürlich ein bisschen gedauert bis 2019, bis dass wir gesagt haben, okay, wir realisieren das Ganze jetzt. Ich wollte einfach einen Thriller drehen, der aber einen gesellschaftskritischen Hintergrund hat. Und dann ist mir irgendwann die Idee gekommen, wir könnten eigentlich das Thema Vorurteile heranziehen, weil einfach es ist in unserer Gesellschaft, man hört immer wieder, dass gewisse Leute über andere reden und die plappern gleich wieder irgendwas weiter und so entsteht ein gewisses Image für die gewisse Person und das wollte ich halt einfach aufgreifen. Okay, also quasi wirklich ein Kurzfilm, der nah am Leben ist. Also ich denke mal, also ich glaube, da sind wir uns auch einig. Jeder ist, glaube ich, im Leben fast täglich mit Vorurteilen irgendwie konfrontiert, sei es, dass jemand über einen Vorurteile hat oder dass man vielleicht auch persönlich über andere Vorurteile hat. Das ist ja oftmals gar nicht bewusst, sondern einfach nur unbewusst. Also ich bin ja immer ein großer Fan, wenn jemand wirklich einen Film macht, der wirklich sich am Leben orientiert, weil man sich einfach damit auch besser identifizieren kann. Was mir auf jeden Fall sehr gut bei Vorurteile gefallen hat, dass er im Dialekt gesprochen ist. War das dann von Anfang an schon die Intention, dass man wirklich Österreichisch spricht oder war das eine kurzfristige Entscheidung? Nein, also es war von Anfang an klar, dass wir es auf österreichischem Mundart drehen werden, weil es einfach viel authentischer wirkt. Und ich glaube, wenn wir jetzt dann miteinander reden im Interview, wird dir auch auffallen, dass ständig österreichische Wörter da reinhupfen. Und deswegen, ich hoffe, es ist okay, wenn ich in österreichischem Dialekt auch weiterspreche. Ich hoffe, ja, natürlich, jederzeit. Ich habe da jetzt keine sprachlichen Probleme. Und so war es auch beim Film. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir drehen das Ganze in österreichischem Mundart. Mhm. Ja, du hast es schon gerade erwähnt, es macht einen Film natürlich authentischer. Das ist auch meine Meinung, weil du natürlich merkst, okay, die Darsteller sind halt wirklich Österreicher und es sind jetzt keine irgendwie eingeflogenen Stars oder irgendwelche eingeflogenen Schauspieler aus, was weiß ich, aus der halben Welt. Mhm. Wie gesagt, auch in der Kombination mit dieser Gesellschaftskritik, darum war ich auch bei dem Film so begeistert. Man erkennt ja auch schon quasi ab der ersten Minute, dass es um Vorurteile geht. Und man erfährt quasi erst zum Schluss, wie es wirklich ist. Wie war da oder wie wichtig war dir das, diesen finalen oder diesen Twist zu zeigen, wie es wirklich ist, ganz zum Schluss zu packen? Weil es gibt ja viele Filmemacher, die packen ja gerne so eine Wendung schon mitten in den Film rein oder machen das relativ am Anfang. Mhm. Wie gesagt, wie wichtig war das für dich, wirklich bis zum Ende zu warten mit der Aufklärung? Ja, für mich war das ja extrem wichtig, einfach weil der Film basiert auch darauf, dass der Zuschauer auch einen Vorurteil hat und dann wird das quasi widerlegt. Und somit war es für mich wichtig, das ganz am Schluss zu haben, diesen Twist. Mhm. Genau, du hast es ja auch gerade mir schon wieder aus dem Mund genommen, die Frage. Es ging mir genauso, wie ich den Film gesehen habe. Ich hatte wirklich auch am Anfang diese Intention, okay, also man liest den Titel Vorurteile, aber dann sieht man genau das, was man quasi erwartet hat. Mhm. Dass halt wirklich dieser junge Mann da in diesem Film mit seinem blutverschmierten Messer und der blutverschmierten Küche da quasi rumhantiert, da, glaube ich, denkt jeder sofort, okay, der hat jemanden abgemetzelt, so im Michael Myers-Style. Du hast es ja schon gesagt, Therese, ihr habt den bei euch zu Hause gedreht. Da ist natürlich meine Frage gleich dazu, das Blut, war das irgendwelcher Traubensaft oder Tomatensaft und wie schlimm war das Putzen danach? Ich musste kurz, die Frage wird der Christian beantworten, weil unsere Küche war zu dem Zeitpunkt neu, weiß, Hochglanz. Und ich habe an dem, und er hat mir gesagt, ich will die mit Blut vollschmieren. Und ich habe gesagt, digital, alles okay. Nein, er will die tatsächlich mit Blut vollschmieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin an diesem Tag nicht zu Hause. Wenn ich zurückkomme, will ich die wieder so haben, wie sie vorher war. Also ich weiß es auch gar nicht, wie du das gemacht hast. Also an dem Tag, wo wir die Küche vollgeschmiert haben, warst du gar nicht da. Du wolltest das einfach nicht sehen und auch, glaube ich, aus gutem Grund, es hat wirklich extrem ausgeschaut da. Das meiste war Fruchtsaft, teilweise waren es Kunstblut, also Filmblut und gewisse Sachen waren digital, je nachdem unterschiedlich, wie es halt gerade die Szene erfordert hat. Das ist mir aber ehrlicherweise gar nicht aufgefallen, dass du da digital Blut eingefügt hast. Also für mich sah das wirklich alles wie
quasi, ich sage jetzt mal, Kunstblut oder halbe Fruchtsäfte aus. Ja, der Film hat relativ viele Szenen, wo wir CGI-Effekte gehabt haben. Es waren sicher zwischen 40 und 50, wo man meistens nicht merkt, dass das digital war, zum Glück. Ja. Und beim Blut haben wir das auch öfters gemacht. Und geputzt hast du? Nein, geputzt hat die Andrea. Ah. Die uns, eine Freundin, die uns bei dem Film geholfen hat. Und die hat sich da bereit erklärt, die Küche sauber zu machen. Danke, Andrea. Grüße, Andrea. Also ist quasi, hat quasi Theresa wieder ihre Originalküche zurückbekommen. Ja. Ja. Ich glaube, es ist genauso wie vorher. Man sieht es aber auch in dem Kurzfilm, so am Ende, wie die in der Garage, da steht noch so eine Waschmaschine. Also ich denke mal, wird dann auch quasi eine neue Waschmaschine bekommen haben in der Zeit, oder? Das war nicht bei uns. Also es ist großteils ist bei uns gedreht worden, gewisse Szenen sind aber woanders gedreht worden. Da, okay. Das in der Garage war nicht bei uns. Ja, wir haben tatsächlich gar keinen Keller, in den wir gehen hätten können. Jetzt mussten wir ausreichen. Du hast es ja beim Fright Night schon erwähnt, Christian, ihr hattet ja ein sehr geringes Budget zur Verfügung. Ja. Wie ist es, wenn man quasi mit wenig Budget arbeiten möchte oder muss? Wo liegen da die Hauptprioritäten beim Filmemachen? Dass man einfach alles selbst macht. Also egal, ob das Licht einstellen ist, Regie, die Kamera selbst bedienen, dann die Nachbearbeitung, Effekte, Farbkorrektur, einfach alles selber. Es ist dann enorm viel Arbeit, aber nur so kann man halt Geld sparen. Ich weiß gar nicht, ob ich einen richtigen Kopf habe. Wie lange habt ihr für den Film dann final? Also ich weiß noch, ihr habt dir erzählt, ihr habt quasi immer so stepweise gedreht. Also mal da mal den Take, da mal den Take. Ja. Wie lang kann man jetzt vom zeitlichen Aufwand her sagen, wart ihr da quasi beschäftigt mit dem Film drehen? Also Drehtage haben wir, glaube ich, 8 gehabt. Ich glaube, 8 ganze Drehtage waren das. Und die mit Post-Production und so war es ziemlich genau ein Jahr Arbeit. Also noch einem, sagen wir mal, relativ normalen Rahmen, oder? Ja, ja. Ein Mann, den ist, glaube ich, normal. Ja. Aber du bist sehr viel an diesem Film gesessen. Also definitiv. Sehr viel, ja. Das sind einige Stunden. Also man sieht es im Film auf jeden Fall an, dass da sehr viel Liebe und Hingabe drinsteckt. Ich habe es ja, ich glaube, ich wiederhole mich zwar jetzt in meinem Podcast, glaube ich, zum 5. Mal, aber ich habe ja den Film verglichen mit einem Tatort, der ja, also ich glaube, mein Tatort, glaube ich, kennt jeder, der hier zuschaut. Es ist ja ein mittlerweile auch deutsch oder österreichische oder hat der österreichische Ableger. Es ist ja ein sehr hoch Budget, also eine Produktion mit hohem Budget, bevor dass ich einen Zungendreher reinbekomme. Und das ist, glaube ich, auch das, was mir am meisten an dem Film gefallen hat, dass er einfach optisch wie ein Tatort wirkt. Also als positive Resonanz natürlich. Aber wenn man dann quasi die Hintergründe erfährt, dass da quasi ein ganz, ganz kleiner Bruchteil nur dahinter steckt an Geld, sage ich jetzt mal, ist es auf jeden Fall sehr erwähnenswert zu sehen, dass man auch mit wenig Budget viel machen kann. Und eine ganz wichtige Frage fällt mir jetzt gerade noch spontan ein, da ja du, Theresa, ja die Hauptrolle quasi spielst. Wie war das dann für dich, Christian, auf der einen Seite mit deiner Frau zu drehen? Also versteht man sich da schon blind? Und wie war es natürlich für dich, Theresa, quasi Anweisungen von Christian zu bekommen, dass du vielleicht die ein oder andere Szene anders machen müsstest? Also ich glaube, dass wir da wirklich ein gutes Team sein. Und da das nicht unsere erste gemeinsame Produktion ist, habe ich schon genau gewusst, das funktioniert mit ihr. Einfach, wir sind immer vorher ein bisschen durchgegangen, so und so will ich es haben. Sie hat dann auch ihre Ideen eingebracht und es hat einfach super hingehaut. Also der Film ist ja tatsächlich eigentlich nur zustande gekommen, weil wir gesagt haben, lass uns wieder mal ein gemeinsames Projekt machen, weil dann verbringen wir auch Zeit gemeinsam. Dass das dann letztendlich nur 8 Drehtage waren, die wir tatsächlich gemeinsam hatten und du dann noch 365 Tage vor deinem Schnittcomputer angehängt hast, wo ich einfach überhaupt dich gar nicht mehr hatte, das habe ich irgendwie falsch eingeschätzt, als wir uns das ausgemacht haben. Aber wir wollten auch gemeinsam was machen, weil wir unglaublich gern gemeinsam arbeiten eigentlich. Ja. Und die Dreharbeiten auch sehr Spaß gemacht. Mhm.
Okay, also quasi gab es jetzt da keine größeren Komplikationen. Nein, überhaupt nicht. Es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass das so harmonisch abläuft. Das kriegt man ja auch immer wieder mit, wenn irgendwelche Ehepartner zusammen, also vor allem in Hollywood, dass da oftmals am Set zu richtigen Streitereien kommt. Nein, Da ist natürlich es darf das natürlich schön, gehen. dass es bei euch so wunderbar funktioniert hat. Ja, voll. Was auch noch für mich sehr interessant ist, habt ihr auch beim Fright Night schon erwähnt, ihr habt, oder man sieht in dem Film quasi, sag ich mal so, Fake-Paar-Fotos. Und ihr habt erzählt, die habt ihr ja gar nicht abgehangen während der Drehzeit. Wie ist es dann so vom Gefühl her, wenn du am Tag fünfmal an so einem Foto vorbeiläufst, wo man vielleicht gar nicht selber drauf ist? Also wir haben uns, es ging wirklich über Monate, dass wir alle unsere privaten Bilder von uns ausgetauscht haben mit dem Filmpaar. Ja. Und mir ist es dann nach einer Zeit auch tatsächlich gar nicht mehr aufgefallen. Nein, Das war stimmt. schon normal. Ja. Schräg war es, wenn jemand zu Besuch war. Und sie dann, die haben dann schon immer so ein bisschen geschaut und auch mal nachgefragt, was denn da hier los ist. Und vor allem, weil viele ja wissen, dass diese Schauspieler, die sind ja in unserem Freundeskreis, ja eigentlich andere Partner haben. Ja, und jetzt sind die da gemeinsam auf diesen Fotos. Dann gab es natürlich auch Gerüchte. Also das war schon ein bisschen komisch, Ja. aber. Ja. Ja, und das Lustige ist, wir wollten den Film innerhalb von ein paar Wochen abdrehen. Das Problem war das, dass dann Corona kam und wir konnten monatelang nichts drehen, aber die Bilder sind trotzdem gestanden, so, teilweise. Und wurden dann wahrscheinlich auch wöchentlich abgestaubt, Natürlich. oder? Ich habe sie übrigens erst gestern gefunden. Also Stimmt, wir haben die Sie nachher immer im Büro liegen. gibt's. Das Aber Pärchen. ich find's halt solche Geschichten immer so richtig schön und auch wenn ihr das so erzählt, das macht halt richtig Spaß, weil es halt einfach zeigt, ihr habt halt so viel Lust auf diesen Film gehabt und ihr wolltet den so perfekt wie möglich haben. Und ich glaube, man hätte es auch angesehen, wenn vielleicht ein Bild in einer Szene, was sich links hängt und in der nächsten Szene hängt es rechts. Das wäre sicherlich auch aufgefallen. Genau, das war der Hintergedanke, ja. Okay. Jetzt muss ich bloß kurz meinen Zettel durchschauen, weil wir haben ja schon so viele Sachen jetzt schon quasi hast du mir aus dem wieder schon voraus beantwortet. Mir ist noch eine Sache eingefallen, weil du gefragt wurdest, was denn so wichtig ist bei Budgetierung und so, wenn du eben ein Low-Budget-Projekt hast. Ich finde, es war wirklich toll, dass wir so ein tolles Team dabei Ja, hatten. richtig. Menschen und Freunde, Familienmitglieder, die uns einfach da total mit ihrer Zeit unterstützt haben, dafür nichts verlangt haben und da einfach wirklich ewig lang, wie lang war ein Drehtag? Über 12 Stunden einfach Ja. da waren und mitgemacht haben und mit denen es Spaß gemacht hat. Und das war enorm wichtig. Ohne die hätten wir das auch gar nicht so Ja. geschafft. Ja, richtig. Großes Dankeschön an alle. Ja, das ist natürlich auch wichtig zum Erwähnen. Also quasi die Leute, die dann noch mit drumrum wirken, ist das Gleiche, wenn man jetzt sich im Kino einen Film anguckt mit den ganzen Credits, wo man erstmal sieht, wie viele Leute überhaupt an so einem Film beteiligt sind. Also das ist nicht nur der Regisseur, der Kameramann, der Beleuchtungsmann und die Schauspieler, sondern es sind ja wirklich, also gerade bei größeren Produktionen, ja oftmals hunderte Leute, die da mit dranhängen, die werden ja immer gerne vergessen. Und darum finde ich es natürlich auch schön, dass ihr da nochmal speziell darauf eingeht, auf das Team hinterm Team. Wie gesagt, weil die halt immer gerne vergessen werden. Ja, Ja, also wenn man sich den Film anschaut, dann sind die Credits richtig. hinten diese Liste ja ist ja mega kurz. Also da stehen ja wirklich nur 7 Namen und da haben wir dann sogar, es waren ja wirklich so wenige Leute involviert in das Ganze. Aber wir haben ja sogar meine Mama draufgeschrieben, weil die auf unser Kind aufgepasst hat und das war wirklich wichtig für dieses Set, weil das Kind war ja auch in diesem Haus. Während hier mörderische Szenen passiert sind, hat das Kind oben mit der Mama gespielt. Deshalb darf die da auch draufstehen. Also wir haben da wirklich jeden, der auch nur annähernd etwas damit zu tun hatte, da Und je reingeschrieben. länger die Credits, desto größer schaut die Produktion aus. Das ist richtig, genau. Ja. Ich habe jetzt nur kurz auf die Optik möchte ich noch mal etwas näher eingehen. Der Film ist ja relativ düster her von seiner ganzen Bildsprache her und auch musikalisch gesehen, also von der Filmmusik her geht es ja auch so eher in so etwas Düsteres, also diese quasi Überschneidungen zum Horrorgenre. Musstest du da auch noch viel nachbearbeiten, dass es so düster ist, oder konntest du das am Set schon mit der Belichtung einstellen, dass es einfach so grau und schwarz und so horrormäßig rüberkommt? Ja, also ich habe
schon im Vorfeld viel ausprobiert, damit ich genau gewusst habe, damit es auch dann auch beim Drehen schnell geht, wo stelle ich die Lichter auf, dass es dementsprechend auch dann im Film dann düster wirkt. Nachbearbeitung war aber schon sehr, sehr viel Arbeit, damit diesen Kino-Look halt, bekommt. Ich glaube, die Farbkorrektur und das Color Grading war sicher die meiste Arbeit an diesem Film, damit er diesen gewissen Look halt bekommt, diesen düsteren. Aber das Wichtigste ist beim Dreh selbst, dass das Licht stimmt. Okay, also man merkt schon, da steckt jetzt also auch in der Nachbearbeitung oder Postproduktion sehr, sehr viel Arbeit drin. Du hast ja quasi alles selber gemacht. Das hast du ja vorhin schon mal erwähnt, dass du ja nicht nur Regisseur bist, sondern auch Cutter, der Mann am Licht, Drehbuchautor, also quasi ein Mann für alles. Da ist natürlich das dann schon ein Qualitätssiegel, wenn dann der Film so gut aussieht. Ich habe auch schon ein paar Leuten empfohlen. Jetzt ist natürlich meine Frage, wird es den Film dann irgendwann mal irgendwo für ein breiteres Publikum zu sehen geben? Also wird er irgendwo mal veröffentlicht, dass da, sag jetzt mal, auch Neugierige reingucken können? Oder ist im Moment noch festivaltechnisch was geplant? Genau, also momentan sind wir noch bis Mitte 2023 auf Festivaltour. Mal schauen, was sich da noch alles ergibt. Aber danach ist schon, wo genau, wissen wir noch nicht, aber es ist schon der Plan, dass wir ihn dann irgendwo mal für die breite Masse dann veröffentlichen werden. Da könntest du mir dann einfach, wenn es soweit ist, Bescheid geben. Dann würde ich das auch meinen Zuhörern und Zuschauern kurz mitteilen, dass die auch in den Genuss kommen, diesen wunderbaren Kurzfilm anzugucken. Zum Thema Festivals. Du hast ja schon gesagt, ihr seid jetzt noch ein bisschen auf Festivaltour. Ihr wart ja jetzt auf einigen Festivals vertreten, habt ja auch, glaube ich, ein paar Preise abgeräumt. Und ich habe gelesen, da war ich auch sehr erstaunt, dass Vorurteile in Amerika so gut ankommt. Wie erklärt ihr euch das, dass gerade die Amerikaner auch so einen österreichischen Independent-Kurzfilm abfahren und auf wie viele Festivals liefert er in Amerika? Der lief auf einigen, aber ja, ich weiß auch nicht, warum er gerade bei den Amerikanern so extrem gut ankommt. Ich glaube, es ist allein der Genre, die sind da. Ich glaube, dass man es mit einem in Deutschland oder Österreich mit einem fröhlichen Film, also irgendwelche Komödie oder so, glaube ich, eher leichter hat. Ja, wobei du schon da in L.A. von einem Festival das Feedback bekommen hast, dass die so begeistert waren, dass du tatsächlich alles alleine gemacht hast. Ja, stimmt. Ja. Das fanden die auch ein so belohnenswert. Ja. Das war zumindest einmal dabei, aber sonst bekommt man ja oft auch gar kein so Feedback. Also es wäre auch spannend für uns, ja. Genau. Wo sind jetzt so die nächsten Festivals, wo der Film noch laufen wird? Für jemanden, der jetzt vielleicht hier zuschaut oder zuhört, der sagt, Mensch, da kann ich mir den Film angucken. Was ist jetzt so schon, wo man sagen kann, das ist jetzt fest schon eingeplant? Also aktuell ist nur nächste Woche in Los Angeles läuft er. Aber in Deutschland oder Österreich aktuell ist gerade nichts. Okay. Aber vielleicht die Deadline für gewisse Bewerber sind noch nicht abgelaufen. Mal schauen. Aber aktuell gerade nichts in der näheren Umkreis. Also heißt quasi in den Flieger steigen und nach Los Angeles düsen. Wer Zeit hat. habe ich das richtig auch gesehen? Ihr wart auch in Los Angeles vor Ort bei einem Festival? Nein. Oder? Da waren wir nicht, nein. Okay. Dann war das quasi nur so ein Bearbeiten. Also ich habe halt auf eurer Instagram-Seite so ein Bild gesehen. Da dachte ich mir, das sieht sehr nach Los Angeles aus. Oder nach Amerika. Ja, das war schon echtes, aber das war schon davor. Das war okay. Davor. Ja. Und wir waren direkt beim Festival, waren wir nicht dort. Okay. Dann ist natürlich jetzt so eine Frage, jetzt auch speziell an dich, Christian, hast du vielleicht auch mal den Plan oder die, ich sage jetzt mal, die Idee, auch mal einen Langfilm zu machen? Es ist eher schwierig. Natürlich würde mir das extrem taugen, aber aktuell da gar nichts. Also so wie es aktuell ist, so das taugt mir einfach so kurze Projekte machen, Hochzeitsvideos, Firmen-Image-Videos und so wie es aktuell ist, so finde ich, so kann es bleiben. Okay, also auch wie Theresa quasi einen klaren Plan, wie es weitergehen soll. Ja. Mhm. Wie wäre es, wenn jetzt jemand sagen würde zu dir, er möchte jetzt aus Vorurteilen einen Langfilm machen? Würdest du da so einem Projekt im Wege stehen oder
Weil es gibt immer wieder Regisseure, die ja von anderen Kurzfilmen adaptieren. Wie Ja. stehst du zu diesem Thema? Ja, ich glaube, man könnte sicher einen Langfilm daraus auch machen, ja. Und Also du hättest sicher nichts dagegen, wäre ganz im sicher, na, Gegenteil. Es wäre ja ja, total die Ehre, wenn da wer absolut, kommen würde und das absolut, sagen würde, ja. ja. Okay, also können Ja. wir jetzt quasi festhalten, der Film wird jetzt noch ein bisschen auf Festivals laufen. Da wird sicherlich dann jetzt die nächste Zeit noch Termine rauskommen. Das kann man dann sicherlich auch bei euch auf der Instagram-Seite oder auf eurer Homepage nachlesen. Gibt es jetzt eigentlich allgemein schon eine Idee jetzt für einen neuen Kurzfilm oder wisst jetzt oder wolltet ihr wirklich noch abwarten, wie die restliche Festivalsaison verläuft? Also gut, dass du das ansprichst. Wir haben ja uns ja bei den Fright Nights kennengelernt und Therese und ich sind gemeinsam dann nach Hause gefahren und dann ist ja plötzlich bei der Heimfahrt, nämlich von den Fright Nights, eine sehr gute Idee eingefallen für einen neuen Film. Und ich bin gerade dabei, dass ich heute das Drehbuch schreibe. Ja, und wir wollen noch jetzt im Jänner mit den Dreharbeiten starten, tatsächlich. Also heißt quasi, da kommt jetzt dann oder kann man sich jetzt in näherer Zukunft quasi schon auf ein neues filmisches Projekt von euch einstellen? Ja, also es wird sicher auch, sage ich mal, ein halbes Jahr ungefähr dauern, Also aber das Ziel wäre ja schon, dass wir uns bei den Fright Nights dann ja. mit diesem Film Ja, wiedersehen. Das das wäre so jetzt das sollte sich Ziel. ausgehen. Ich glaube, die Deadline, glaube ich, ist ja im April irgendwann, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh, da muss man Gas So geben. fest 2024. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meinte, Chiara meinte, im April oder Mai, glaube ich, ist so. Okay. Ah, okay, dann das Irgendwas muss mit ich dir mir reden. nicht so genau Sie ausgehen. soll Juli machen. Naja, dann machen wir einfach quasi so eine, quasi vom Schnittraum direkt zum Festival. ja, dann bin ich eigentlich mit meiner Liste schon soweit durch. Wir sind auch schon bei über einer halben Stunde. Das war auch so, ja, so mein Ziel, so eine halbe Stunde. Länger. das ist jetzt wie im Flug vergangen. Also ich dachte jetzt wirklich gerade, wir sind jetzt so bei 15 Minuten und jetzt schaue ich so auf die Uhr und denke mir, wow, schon über 30 Minuten. Also mein abschließendes Fazit ist natürlich, ich bin, wie gesagt, sehr begeistert von eurem Film. Darum, wie gesagt, da habe ich ja auch euch gleich nach dem Filmblog ja quasi schon angesprochen, dass ich da gerne mit euch was machen würde. Und ich hoffe natürlich, dass viele, viele Zuschauer und Zuhörer auch den Film sich angucken irgendwann und ähnlich begeistert sind. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns irgendwann zu irgendeinem anderen Film oder irgendwo mal wieder sehen könnten. So wirklich so in live quasi. Und wenn wir dann vielleicht auch noch mal über euren neuesten Film dann auch noch mal quatschen könnten. Gerne, Sehr auf gerne und jeden vielen Fall. lieben Dank für das Interview. Dankeschön. Genau, der Dank kann ich natürlich nur mit noch größerer Resonanz zurückgeben. Hab mich sehr gefreut, dass es heute wirklich geklappt hat und dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und vielleicht, wenn jetzt vom Fright Night einer zuhört, der hat vielleicht jetzt das zweite, dritte Mal gehört, aber es soll ja ein Interview sein, um der breiten Masse zu zeigen, was ihr für einen tollen Film gemacht habt. Und wie gesagt, nochmal Riesendank an euch zwei. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht allzu lang dauert, bis man sich wieder sieht. Und wie gesagt, die Einladung Mostviertel nehme ich euch gerne nochmal an. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall bis dahin, bis man sich wieder sieht, alles Gute. Viel Gesundheit, das ist ja in diesen Zeiten mit das Wichtigste. Natürlich auch beruflich, natürlich den größtmöglichen Erfolg, auch natürlich privat. Alles Gute und alles das Beste natürlich. Und wie gesagt, vielleicht sieht man dich, Theresa, auch mal demnächst wieder bei irgendeinem Mediashop-Auftritt. Genau. Vielen Dank, Vielen Dank, Martin. alles Gute, Dankeschön. danke. Und ich sage auch an meine Zuschauer ein Riesendanke, dass ihr auch diese Woche eingeschaltet habt. Und ich hoffe natürlich, euch hat dieses Interview gefallen. Und ihr schaut auch mal bei Christian auf seiner Homepage rein oder auch bei Theresa bei Instagram, was die zwei sonst noch so machen. Und wenn ihr mal ein Hochzeitsvideo braucht, da ist euer Mann. Einfach Christian buchen. Oder wenn ihr ein Unternehmen seid, wollt einfach mal so einen kleinen Imagefilm haben. Dann, wie gesagt, dürft ihr gerne an Christian eine E-Mail schreiben. Und wie gesagt, einfach den beiden folgen. Und
Meine Zuschauer werden mich nächste Woche wieder sehen und hören. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns auch demnächst mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit, viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Filmeschauen. Bis nächste Woche. Macht es alle gut. Ciao, ciao. Ciao.